Hi Leute. So, ich möchte euch heute mal einer unserer Fahrräder vorstellen. Und wir fangen mal an mit Aninas Fahrrad. Weil mit meinem Cargo Bike, da gibt es ja so einige Probleme, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt möchten wir erstmal über das wunderschöne Easy Air 14 sprechen und mit den kleinen Abänderungen oder den paar Abänderungen, die wir vorgenommen haben, für unsere große Reise. Wir fangen erstmal an, warum wir uns für das Easy entschieden haben oder viel besser, warum ich mich damals für das Easy entschieden habe. Weil ursprünglich gehörte mir mal dieses Fahrrad, aber jetzt hat Alina das nicht nur an sich genommen, sondern richtig in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist halt wirklich jetzt ihr Fahrrad. Das Easy selber zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Kompaktrad ist. Es kann mit dem Speedlifter nach wie vor alles noch verstellt werden in der Höhe. Natürlich auch die Verstellung. Das war mir aber damals beim Kauf oder Erwerb besser gesagt, dieses Fahrrad ist gar nicht so wichtig. Deswegen das erste, was ich gemacht habe, waren die Faltpedalen zum Beispiel abzunehmen, um da eine richtig stabile Pedale drauf zu haben. Hier von Shimano die XT-Pedalen. Also eine sehr stabile, belastbare Pedale mit einem sehr hochwertigen Lager drin. Das war mir sehr, sehr wichtig. Mir war aber auch wichtig, dass ich dann gleich das Fahrrad wähle. In Easy gibt es ja mehrere Ausstattungsklassen mit Zahnriemen oder ohne. Ich wollte natürlich gleich mit Zahnriemen haben. Und eine 8-Gang-Narbe, die es damals gab, oder die Enviro-Narbe, war mir eigentlich nicht ausreichend genug. Deswegen habe ich mich für die Roloff-Variation entschieden. Und so setzt sich auch der Name schon zusammen. Drive E, Easy. Drive E wegen elektronisch. Easy, weil Easy das Fahrrad selber ist. Und R14 für die Roloff 14-Gang-Narbe. Mit den 14 Gängen hat man auch absolut ausreichend Spektrum mit 526% Übersetzung. Hatte Anina bisher noch keinen Berg, wo sie bis zum ersten Gang runterschalten musste, aber immer wirklich eine angenehme Druckstärke hatte, um den Berg hochzukommen. Und was Unterstützung angeht, mit dem starken CX-Motor von der Firma Bosch, haben wir hier 85 Newtonmeter. Da kann Anina sich natürlich auch mal unterstützen lassen. War bisher aber, glaube ich, so noch gar nicht nötig, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann, was wurde noch abgeändert von mir an diesem Fahrrad? Wir haben das Fahrrad auf 1000 Watt abgeändert, also ursprünglich ist ja nur ein Akku drin. Den haben wir jetzt auch mit dem Pimp My Easy Decor nochmal verbessert. Optisch verbessern kann man da ja gar nichts, 500 Watt sind 500 Watt. Aber wir haben nochmal einen zweiten Akku hier im Gepäckträger eingebaut. Also das heißt, der Originalgepäckträger musste abgebaut werden. 2022 ist es ja der Monkey Load Gepäckträger, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Bitte hoffentlich, ja, hoffentlich kritisiert mich nicht zu sehr. Dann haben wir hier noch ein Bremslicht eingebaut. Das ist von der Firma Busch und Müller. Also ein sehr stabiles, ich glaube, Brektex oder sowas heißt es dann nochmal selber. Der Gepäckträger ist nach wie vor ein Rectime-Gepäckträger mit einer zweiten Strebe, wo wir hier die Taschen gut anhängen können. Das Dual-Akkusystem war gar nicht so leicht zu verbauen, aber auch gar nicht so schwer. Man braucht dafür nicht viele Teile. Man braucht halt den Gepäckträger, die Platte, das Schlosssystem und die anderen Anschlüsse und das Y-Kabel und das Kabel zum Motor. Dadurch, dass es halt ein sehr knapper bemessener Raum ist bei Easy, musste ich das Kabel leider hier vorne, zeige ich euch auch gerne mal, habe ich hier in einen Fahrradschlauch eingewickelt. Hier vorne ist dann der Steckanschluss vom Y-Kabel zum Bereich des hinteren Gepäckträgerakkus, also des Gepäckträgerakkus. Dadurch haben wir dann 1000 Watt und dadurch eine richtig, richtig tolle Reichweite. Anina hat so im normalen Flachlandbereich von weit über 250 bis 280 Kilometern bei Eco ohne Probleme geschafft. Hier im bergigen Bereich von jetzt England können wir so als Resonanz geben, sind es so bei 1000 Watt ungefähr 120 Kilometer, die sie da rausholen kann, was auch echt sensationell ist. Was haben wir noch abgeändert bei dem Fahrrad? Also abgeändert wurden natürlich dann zusätzlich der Lowrider im Vorderbereich, um die Taschen ranzusetzen, der Gepäckträger. Ursprünglich hatte ich auch mal die Easy Adapter, wo dann Flaschenhalter und die Pumpe dran montiert worden sind. Da Easy leider nicht liefern konnte mehr, bevor ich losgefahren bin. Und da ich am Fahrradbereich tätig bin und eine Kundin unbedingt den Halter haben wollte, habe ich dann den von meinem Fahrrad abgebaut. Leider konnten wir uns den nicht mehr besorgen. Grüße gehen da raus an Heiner. Aber alles ist super. Abgeändert habe ich noch zum Beispiel den Clickwix-Halter hier vorne. Da habe ich dann das Schließsystem eingesetzt, weil ich gerne zum Beispiel auch meine Tasche dran lasse. Oder auch an Nina, wenn wir dann in Bremen unterwegs sind, was sehr, sehr angenehm ist. Falls ihr euch fragt, was das hier vorne ist, das ist unsere Alarmanlage und auch gleichzeitig die Hupe für das Fahrrad. Und darunter versteckt sich noch eine sehr große Abänderung. Das ist der Scheinwerfer von Supernova, der M99 Mini. Das ist ein Fernlichtscheinwerfer. Fernlicht ist ja bei Easy sowieso Standard geworden 2022. Allerdings nicht in dieser Extremausstattung. Das haben wir jetzt auch nur abgeändert. A, weil ich aus der Szene komme und den einfach unglaublich geil finde, den Scheinwerfer. Aber B, wir wollen ja auch nach Norwegen rein und da haben wir nicht wirklich viel Licht tagsüber und das Licht, was da ist, ist auch recht begrenzt. Und da wollen wir uns damit natürlich eine gute Sicht machen. Die Bereifung habe ich auf das Modelljahr 2022 abgeändert. Das ist der Pickup-Reifen von Schwalbe. Und meine Resonanz, die es dazu gibt, ist einfach ein geiles Teil. Also der fährt sich wirklich knackig. Er hat einen unglaublich guten Halt in Kurven, aber auch bei schlechteren Untergründen.
Also ich finde, das ist einer der besten Reifen, den man für das Easy wählen konnte und wahrscheinlich auch für jedes Cargo-Bike, was irgendwie mit den Pickup-Reifen ausgestattet ist. Was gibt es noch für das Easy zu sagen? Also das Display ist das Neon, also das nicht aktuelle Neon, aber für unsere Zwecke reicht es absolut aus. Das habe ich sehr, sehr günstig gebraucht, geschossen bekommen. Ich glaube 100, 150 Euro oder sowas habe ich dafür dann bezahlt für die große Variation. Durch einen kleinen Sturz habe ich leider hier mal das Bedienteil leider kaputt gemacht. Hoffentlich finden wir noch einen Laden, wo wir das mal austauschen können. Ja, und das ist das Easy, mit dem Anina ja hoffentlich die längste Pedelec-Reise der Welt durchführen wird. Bisher hat dieses Fahrrad auch noch gar keine Probleme, außer ein oder zwei Platten, Anina? Zwei. Zwei. Und ich finde, bei über 1850 Kilometern Tour ist das ein Top-Wert. Ja, Pitlock habe ich noch reingebaut. Die Sattelstütze wurde nochmal von mir abgeändert, aber das seht ihr hier auf dem Bild, das ist die Ken Creek Toon Blaster. Eine wirklich schöne Parallelogramm-Sattelstütze mit Elastomer aufgearbeitet, die jetzt auf Aninas Gewichtsklasse von ca. 55 Kilo. Ich glaube, so schwer bist du ungefähr. Sie nickt, also das passt. Was bei so einer Parallelogramm-Sattelstütze einfach schön ist, sie bewegt sich ja nach hinten hinweg und nutzt dadurch einfach den Federweg, den wir Menschen haben. Das ist die Hüfte, die Knie und das Fußgelenk. Dadurch machen wir diese schöne Bewegung. Griffe sind noch abgeändert worden, aber das sind alles Sachen, das kennt jeder Radreiser, kennt natürlich, dass das die elementaren Punkte sind, Sattelgriffe. Obwohl der Sattel tatsächlich der Originalsattel drauf ist, Anina ist da nicht so der Ledersattel-Fan, so wie ich. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was sagen, was Anina so unterwegs ist. Falls ihr Fragen habt zum Umbauten oder zu anderen Bauteilen oder einfach nochmal einen Kommentar zu meinem Fahrrad, Aninas Fahrrad, sagen wollt, dann würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Ja, und sonst wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Weiterhin viel Spaß auf euren Easys und euren E-Bikes.